31 Terabyte Daten. Was wollte John McAfee der Welt zeigen? Ich habe Akten zu Korruption in der Regierung gesammelt und werde zum ersten Mal einen Namen nennen. Trotz mehreren Posts, in denen er sagte, dass er niemals Selbstmord begehen würde, wurde er nach seiner Verhaftung erhängt in seiner Zelle aufgefunden. Provide you with propaganda, lie to you, deceive you. You think you're not slaves, but you are. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Lock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community, ich küsse eure Zirbeldrüse. Und heute haben wir endlich mal wieder ein Video von dem guten Flex-Doku-Brother am Start. Und zwar heißt es 31 Terabyte Daten. Was wollte John McAfee der Welt zeigen? Schon lange her, ja, dass wir uns ein Flex-Doku-Video reingezogen haben, ist auch schon länger her, dass er eins hochgeladen hat, glaube ich. Deswegen freue ich mich umso mehr, mal wieder auf ein Video von ihm zu reagieren. Daumen nach oben da lassen, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren natürlich. Und ich würde sagen, es geht los. Let's go. So, Digga, rein da jetzt, Digga. John McAfee, Digga, das war doch so eine Antivirus-Software-mäßig, oder? Yo, Leute, was geht? Hoffe, alles okay bei euch. In dem heutigen Video werden wir uns den Entwickler der McAfee-Antivirus-Software, John McAfee, genauer ansehen. John McAfee... Antivirus-Software, Digga, krass. Ein Unternehmer, Präsidentschaftskandidat, Pharmakant und Entwickler des ersten Antivirus-Software-Programms namens McAfee Antivirus. Er führte ein kontroverses Leben und sagte Dinge wie: Ich habe Akten zu Korruption in der Regierung gesammelt und werde zum ersten Mal einen Namen nennen. Ich beginne mit einem korrupten CIA-Agenten und zwei bahamischen Beamten. Wenn ich verhaftet werde oder verschwinde, werden 31 Terabyte belastender Daten an die Presse weitergegeben. Krass. Okay. Und der ist gestorben, oder was dann? Trotz mehreren Posts, in denen er sagte, dass er niemals Selbstmord begehen würde, wurde er nach seiner Verhaftung erhängt in seiner Zelle aufgefunden. Das ist schwer, Digga. Schwierig. Haben die den Epstein, haben die auch so gefunden, ne? Den haben die auch aufgehängt in der Knastzelle gefunden. Ja, und der hat selber oft gesagt, dass er sich niemals selber umbringen würde, aus einem Grund schon, weißt du, was ich meine? Das ist dann halt immer, das ist halt krass, so. Da gehen die Conspiracies los, Digga, weißt du, wie ich meine? Angeblich war es ein Selbstmord, doch viele behaupten, es lag an den Dingen, über die er geredet hat. In dem heutigen Video werden wir uns die verschiedenen Sachen anschauen, die angeblich für den Tod von McAfee verantwortlich sind. Wenn du kein Video mehr... Crazy, ich war gar nicht drin in der Recherche von dem Bruder. Bin ich jetzt gespannt hier. ...passen willst, abonniere und aktiviere die Glocke. Zufälle halt, ajo. So. Danke im Voraus. I was pissed off and so I donated to many secretaries within the government laptop computers, really nice ones that were preloaded with viral. Was? Krass. Within a week the entire government computer system was under my control. Bruder, wenn das kein Grund ist, den Bruder umzulegen, dann weiß ich auch nicht. Provide you with propaganda, lie to you, deceive you. You think you're not slaves, but you are. That McAfee says he's now in hiding, fearful of what he calls a corrupt government. John McAfee found dead today in a prison cell in Spain. In Spain? Boah, das ist schon mysterious, bro. John David McAfee kam auf einem US-Stützpunkt in England im Jahr 1945 zur Welt. Seine Mutter war britischer Herkunft, während sein Vater ein amerikanischer Soldat war, der zu dieser Zeit in der Armee stationiert war. Aufgewachsen ist er in den USA, wo er eine schwere Kindheit hatte. Sein Vater war alkoholsüchtig und nahm sich eines Tages im Badezimmer mit einer Schrotflinte das Leben. McAfee war zu diesem Zeitpunkt 15. Ah krass, also schon selbstmordtechnisch auf jeden Fall vorbelastet so durch den Vater. Kann auch einen psychischen Effekt haben auf einen, also kann, hat definitiv einen psychischen Effekt so. Ich weiß nicht, wie, ob es da Statistiken gibt, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn dein Vater sich selbst umgebracht hat, wie, ob die Wahrscheinlichkeit steigt, dass du dich auch selber vielleicht irgendwann, wenn du unzufrieden bist, dich selbst umbringst so. Aber das hat auf jeden Fall einen psychischen Effekt. Jahre alt. Obwohl er gute Noten in der Schule geschrieben hat, war er nicht der typische Streber. Er hat nie gelernt, aber hat trotzdem gute Noten geschrieben. Seinen ersten Vorgeschmack auf die Welt des Unternehmertums bekam er während seiner College-Zeit, als er begann, Drogen zu verkaufen. Später stellte er fest, dass sich für das Risiko nicht lohnt und er fing an, als Programmierer bei der Firma Lockheed Martin zu arbeiten. Im Jahr 1986, als Computer immer populärer wurden, sah McAfee eine Gelegenheit und nutzte sie aus. Ein Freund las laut einen Zeitungsartikel vor, in dem es über eine neue Art von Viren ging, Computerviren. Das weckte sein Interesse und im Jahr 1987 gründete er McAfee Associates. Ein Jahr später brachte er die erste All-in-One-Antivirus-Software namens McAfee Antivirus auf den Markt.
Digga, habe ich auch gehabt, glaube ich. Diese Software war die erste ihrer Art und konnte Dutzende damals existierende Computerviren bekämpfen. Sein Erfolg machte ihn zu einem reichen Mann. In seinen besten Zeiten hatte er mehr als 100 Millionen. Aber die Antivirus-Softwares haben auch damals immer genervt, wenn du irgendwelche Programme cracken wolltest oder so. Weißt du, wie ich meine? Dann haben die Antivirus-Programme oft auch Filme gemacht. So. Musste man immer ausschalten, wenn du ein gecracktes Programm installieren wolltest. Digga, an alle Hacker hier. Du weißt schon, wie das läuft. In den 2000er Jahren verkaufte er die Anteile seiner Firma und flog nach Belize, wo er anfing, aus Dschungelpflanzen Antibiotika herzustellen. Krass, ach du Scheiße, was ist denn da los? Seinen Angaben nach war etwas auf der Spur, bis im Jahr 2012 eine Hausdurchsuchung bei ihm durchgeführt wurde. Er behauptete, dass die Regierung in Belize ihn erpresst hat und 3 Millionen Dollar gefordert hat, damit er sein Labor weiterführen kann. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, ja, ich schwör's dir. Einfach in Belize, gar nicht weit weg von hier. Da er diese nicht zahlen wollte, hat man letztendlich im Mai 2012 eine Hausdurchsuchung bei ihm durchgeführt. Der Grund war, man hatte angeblich den Verdacht, dass er verbotene Substanzen herstellt. Nach dieser Hausdurchsuchung hat er eine Sache gemacht, die von vielen als der Grund gesehen wurde, warum er aus dem Weg geräumt wurde. Und zwar hat er einigen Regierungsbeamten Computer mit virenbeladener Software geschenkt, um zu sehen, ob die Hausdurchsuchung bei ihm gerechtfertigt war. Krasser Typ, Bro. Wegen dieser Hausdurchsuchung hat er dann in dem Regierungsapparat quasi Rechner eingeschleust mit Malware, also mit Viren drauf. Und dann ist er wahrscheinlich auf ganz andere Dinge noch gestoßen, wa? Kann ich herausfinden. Aber er konnte ein paar andere sehr schockierende Sachen herausfinden. Gleich mehr dazu. Was that after they had raided my property in 2012 in the jungle, shot my dog, abused me, destroyed $500,000 worth of my property over a bogus charge, I was pissed off. And so I donated to many secretaries within the government laptop computers, really nice ones that were preloaded with viral spyware within a week. Langsam wird er mir sympathisch hier, der John Langer. The entire government computer system was under my control. I was watching, monitoring, listening. I was looking for information that they had set me up for that raid. Etwa 5 Monate nachdem er diese Computer an die Behörden verschenkt hat und nachdem alle Computer unter seiner Kontrolle waren, wurde zufällig sein Nachbar getötet und er wurde des Mordes an ihm beschuldigt. Zufällig! Zufällig wurde sein Nachbar getötet und er wurde des Mordes bezichtigt, Digga. Was für ein Zufall, Digga. Im Jahr 2012 wurde John McAfee mit dem Tod seines Nachbarn George Fowle in Verbindung gebracht. Es ist das Gerücht aufgekommen, dass sein Nachbar von seinen neuen Hunden genervt war, worauf er sie mit Rattengift vergiftet hat. Darauf soll McAfee eine Person beauftragt haben, die ihn aus dem Weg geräumt hat. Tschüss, was ist das denn für eine Story hier? Die amerikanische Presse flog nach Belize und organisierte ein Interview mit einem ehemaligen Security-Angestellten von McAfee. Der behauptete, dass er einmal $5,000 überweisen musste und er glaubt, dass diese für den Auftrag der Beseitigung des Nachbars gewesen sind. Boah, ganz schwierige Geschichte hier gerade, ganz schwierig. Später behauptete der gleiche Mann, dass das Kamerateam ihm $10,000 für ein Interview geboten hat und er diese behauptet. Hier ist ja alles mit dabei. Das ist ja wie ein Film, Bruder. What the fuck? Also ich warte nur, bis der McAfee Hollywood-Film rauskommt. Was ist denn das für eine Story, Bro? Der gleiche Typ hat sich dann hingesetzt und hat gesagt, dass er dann von dem Kamerateam 500.000 Euro gekriegt hat. Also von diesen Mainstream-News, damit er das sagt. Ach du Scheiße. Deshalb aufgestellt hat. Er hat gelogen. $5,000 and go put it in this guy's account. Then I realized that this $5,000 was for him. To do that. To do what? To kill the guy. He said, I'm willing to pay you $10,000 for 30 minutes. I said, okay, I mean, $10,000. The average Belizean worker only makes $150 a week. I believe in my heart that John had nothing to do with that murder. McAfee's Angaben nach wollte man... Wow. ...etwas in die Schuhe schieben. Man hat nicht mal einen Beweis gefunden, der die Behauptung stützt, dass er für diese Tat verantwortlich ist. Trotzdem wurde überall behauptet, dass er etwas damit zu tun hatte. Nach diesem Vorfall fing er an, Paranoia vor der Regierung zu kriegen. In einem Nachrichtenbericht im Jahr 2013 behauptet er, dass die Regierung ihn jagt. Normal hat der Paranoia. Guck mal, was da jetzt bis jetzt schon alles passiert ist. In hiding, fearful of what he calls a corrupt government. What you're saying, and what I think you've been saying for a couple of days now, is that you're sincerely concerned that if you somehow wind up in their custody, they're going to assassinate you. Absolutely.
Er war längere Zeit immer wieder in versteckten Unterkünften und sozusagen auf der Flucht vor der Regierung, bis er im Jahr 2020 in Spanien wegen Steuerhinterziehung verhaftet wurde. Wow, das ist aktuell sogar eigentlich, also aktuell, aber vor 3 Jahren. John McAfee hat Steuern hinterzogen, aber er hat daraus nie ein Geheimnis gemacht. Er hat immer wieder gesagt, dass die Steuern der Vereinigten Staaten rechtswidrig sind. Und Fühle ich. Diese eigentlich gar nicht nehmen dürfte. Deshalb hat er sie auch nicht gezahlt. Letztendlich hat man ihn dran gekriegt und er wurde in Spanien verhaftet. Die US-Regierung forderte seine Auslieferung, doch er wurde am 26. Juni 2021 tot in seiner Zelle aufgefunden. Angeblich soll er sich selbst erhängen. Was für ein Zufall. Doch seine Frau und der Anwalt behaupten, dass er nicht Selbstmord gefunden hat. Wann war das mit dem Tod? Wann war das? Haben wir das eben gesagt? 21, ne? Etwa. Seine Frau hat nur Stunden vor dem Vorfall mit ihm geredet und er hat ihr noch gesagt, dass er sie später nochmal anrufen wird. His last words to me were, I love you and I will call you in the evening. Those words are not words of someone who is suicidal. McAfee sagte sogar mehrmals vor seinem Tod, dass wenn er stirbt, es kein Selbstmord war. Vor seinem Tod hat er sich deswegen sogar ein Tattoo stecken. Crazy shit, man, ich schwör's dir. Er schrieb dazu das hier. Ich bekomme subtile Nachrichten von US-Beamten, die praktisch sagen, wir kommen, um dich zu holen, McAfee. Wir werden dich selbst umbringen. Ich habe mir heute ein Tattoo stechen lassen, nur für den Fall, dass ich mich selbst morde. Ich habe dies nicht gemacht. Ich wurde aus dem Weg geräumt. Schau meinen rechten Arm an. Krass, Digga. Doch die Frage ist, warum sollte man McAfee aus dem Weg räumen? Das soll mehrere Gründe haben. McAfee war bekannt für seine kontroversen Aussagen und manche würden sagen Verschwörungstheorien. Er kritisierte das derzeitige Gesellschaftssystem und verglich es mit moderner Sklaverei. Wir werden geboren, verbringen kurze Zeit später 2 bis 3 Jahre im Kindergarten, wo wir programmiert werden, darauf 10. Das ist keine Verschwörungstheorie, das sind Facts. Jahre in der Schule, wo wir ebenfalls konditioniert werden, gehorsame Systemsklaven zu sein. Damit brichst du aus diesem System aus und versuchst dann noch Leute dabei Leute aufzuklären und die Wahrheit zu sprechen und so, dann wirst du bekämpft. Und es war schon immer so, das ist immer noch so und es wird, solange diese Leute da sind, immer so bleiben. So. Und ja, es muss halt einfach Leute geben, die immer wieder versuchen, das zu verändern, weil ich glaube, wenn es gar keine Stimmen mehr gibt, die das, die Wahrheit aussprechen und versuchen, so vielen Leuten wie möglich mitzuteilen, dann sind wir als Gesellschaft, als Menschheit komplett gefickt und dann hilft nur noch die Flut. So. Letztendlich die nächsten 50 Jahre einen Job ausüben, von dem wir gerade über die Runden kommen. Für ihn war das kein Leben, sondern Sklaverei. Den meisten Leuten fällt die Ausbeutung dieses Systems gar nicht auf, da wir reingeboren sind. Wir kennen es nicht anders. Seine Philosophie war, dass wenn man keine Freude an der Arbeit hat, man sich nach einer Tätigkeit umsehen sollte, die man liebt. Und mit klugem Vorgehen kann diese zu einer Einnahmequelle werden, von der man leben kann. Das ist genau die Message eigentlich von allen Leuten, die diese Arbeit machen und die das verstanden haben. Finde deine Bestimmung, finde deine Berufung. Das, was du geschenkt bekommen hast, deine Träume, das ist nicht Zufall. So, das wurde dir geschenkt, das ist da. Finde das, leb das aus. Geh den Weg deiner Berufung und die anderen Sachen werden von alleine zu dir kommen. Wirklich. You think you're not slaves, but you are. You need to free yourselves from this. Not as me, you don't have to go out and risk yourself by speaking out loudly, but free yourselves. I love you, man. This is not what life is. Life is a great mystery, beautiful existence if you are free from those who control you. Das ist die Kernmessage, bro. Das ist die Kernmessage so. Und wir sind in einer Welt angekommen, wo du Angst davor haben musst, dass du umgelegt wirst, wenn du diese Message hast. So. It's crazy, oder? Provide you with propaganda, lie to you, deceive you. Everyone is looking for this escaped slave. Block sagt gerade, aber wie befreit man sich? Erstmal, indem du aufhörst, die Mainstream-Medien reinzuziehen und dich davon beeinflussen zu lassen. Dann solltest du auch aufhören, dir diese ganzen Filme auf Netflix und diese ganzen Sachen, die dazu da sind, um dich zu programmieren, weglassen. Auch diese ganze Musik und so. Das sind alles Tools, die dafür genutzt werden, um uns zu programmieren. Dann musst du Bewusstseinsarbeit machen. Deine Programme, die du in dir hast, die du jeden Tag wiederholst, hinterfragen und dich fragen, wo das herkommt und ob das wirklich du bist, so. Und so wirst du immer mehr dieser Programmierung entkommen und das ist kein leichter Weg, weil eigentlich alle programmiert sind und du bist dann ein Außenseiter mehr oder weniger.
Aber das ist der einzige Weg, um wirklich ein echtes Leben zu leben und kein programmiertes Fake-Leben zu leben, so weißt du, wie ich meine? Und dann geht's weiter, weiter, weiter. Es gibt genug Leute, die darüber reden und ich rede auch immer wieder darüber, so jeder hat die Tools, aber die meisten Leute sind zu faul und sind so krass in diesem System schon drin, dass die einfach keinen Bock haben, daran zu arbeiten. I will not be found and I will continue to speak. Wie ihr gesehen habt, war sich McAfee bewusst, dass die Dinge, über die er spricht, nicht gerne gesehen sind. Doch das Kritisieren des derzeitigen Systems waren nicht die einzigen Sachen, die dafür gesorgt haben, dass Ermittlungsbehörden auf ihn aufmerksam wurden. Manche Sachen sind so krank, dass man nicht detailliert darauf eingehen kann. Gleich mehr dazu. Auf jeden Fall sprach er ebenfalls über die ständige Überwachung, der wir heutzutage ausgesetzt sind. Smartphones wären ein Produkt der Regierung, um ihre Bevölkerung zu jeder Zeit abhören zu können. Genau wie die ganzen Social Media Plattformen. Jede Interaktion wird aufgezeichnet, um sie, wenn es sein muss, gegen die jeweilige Person verwenden zu können. Zum Beispiel als Druckmittel. In Amerika sagt man... Musst du dir mal überlegen, dass die ganzen Kollegen quasi unsere ganze Aktivität auch eigentlich überwachen können. So. Und davon bin ich auch überzeugt. Das kannst du mir nicht erzählen, das findet ja alles online statt. So. Kannst du mir nicht erzählen, wenn die NSA oder so auch Merkels Handy abhören und bla bla bla, dass die nicht Zugriff auf jedes Handy haben können. Auf jedes Handy und auf jede Interaktion, die wir tun im Internet und mit unserem Handy so. Können die. Und da können die natürlich auch gucken, okay, was denkt die Bevölkerung gerade, in welche Richtung. Die müssten nicht mal in die privaten Nachrichten reingehen, weil wir ja eh schon mittlerweile immer alles posten und so. Ja. Die haben uns an den Eiern, Digga. Und es gibt Leute, die da wirklich drüber nachdenken, sich den Shit ins Gehirn einpflanzen zu lassen, Digga. Und dann ist ultimativ. Dann ist ultimativ, Bro. Dann kannst du das Ding nicht aus dem Fenster schmeißen, Bro. Weißt du, wie ich meine? Hast du das in deinem Kopf drin? Blackmailen. Auch hat er erzählt, wie verschiedene Ermittlungsbehörden an die Daten der Verdächtigen kommen. So war es zumindest zu seiner Zeit. Heutzutage kann eigentlich jede Regierung euch durch den Internetanbieter einen Staatstrojaner unterjubeln und so werdet ihr dann abgehört. Auf jeden Fall wurde das früher unter anderem durch XXX-Seiten gemacht. Sobald jemand eine Pornoseite betritt, wird er sofort mit einem Virus infiziert. Noch ein Grund, sich keine Pornos mehr reinzuziehen, meine lieben Freunde. Ich küsse euer Herz. Von diesem Moment an überwacht eine Person jeden getippten Buchstaben. Natürlich sind die Hacker schlau und lassen es nicht direkt auffallen. Das heißt, sie hacken nicht direkt euer Online-Banking und alles andere. Da sonst die Schwachstelle gefunden wird und der Fehler verbessert wird. Einer schreibt gerade, immer wenn bekannte Personen so etwas sagen, wie auch zum Beispiel XXX vor seinem Tod, sterben die plötzlich. Ja, das fällt einem halt extrem auf. Und das ist nicht nur XXX, auch Park, DMX. Viele Leute, Kennedy, die irgendwann angefangen haben zu verstehen, wie das System funktioniert und dagegen was tun wollten mit ihrer Reichweite, mit ihrer Macht, mit dem, was sie haben, so, sind dann auf einmal ganz hart bekämpft worden, weißt du? Und bis zum Tod getrieben wurden, so, weißt du, wie ich meine? Und viele Leute sagen heute immer noch, das ist alles Verschwörung und dies, das, bla, 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 aber es ist halt ein auffälliges Muster, was es gibt. Und das geht ja im Kleinen schon los. Ich habe das ja selber gemerkt. So, ich habe einmal angefangen, das aktuelle Narrativ und die politische Agenda zu hinterfragen in einem Video und mir wurde am nächsten Tag schon alles genommen. Alle Sponsoren haben sich getrennt. Meine Klamottenmarke, keiner wollte mehr mit mir irgendwas zu tun haben. Alle Medien haben negativ über mich berichtet. So, so ist das halt, weißt du? Wenn du irgendwie gegen das System bist oder gegen das Establishment irgendwie deinen Mund nun pieps aufmachst, so, dann hast du Probleme. Immer. So. Und das war schon immer so, das ist so und es wird auch, solange diese Leute da sind, wird das auch so bleiben, weißt du? Ja. Ist schon crazy auf jeden Fall. Dass wir in so einer Welt leben, dass jeder, der versucht, irgendwie mal das System zu hinterfragen oder irgendwie was zu sagen, was Anti-Establishment ist, so sofort bekämpft wird auf eine Art und Weise. Und das siehst du ja auch in dem, in du musst einfach mal gucken, so wie viele Leute gibt es im YouTube- oder Rap-Bereich, die das System kritisch hinterfragen oder einfach mal ein paar Sachen nicht auf Narrativ, also wo die nicht auf Linie sind, sage ich mal so, und was die für Probleme haben teilweise, weißt du? Alle Kandidaten, die ich kenne, die ein bisschen so unterwegs sind, die haben extreme Probleme im Business. Jeder. Es gibt keinen, der das tut und der keine Probleme hat. Gibt's nicht. Daten und verkaufen diese zum Beispiel auch an Ermittlungsbehörden. Die Sache mit dem Abhören ist nicht von so weit hergeholt, denn im Jahr 2013 liegt der Edward Snowden, dass genau das gemacht wird. In seinen Enthüllungsakten enthüllte Snowden, dass die NSA und andere Geheimdienste massiv die Kommunikation von Bürgern überwachten. Nicht nur in den USA, sondern auf der ganzen Welt.
Diese Programme sammelten umfangreiche Mengen an Daten, darunter Telefonanrufe, E-Mails und Internetaktivitäten, ohne klare rechtliche Grundlage oder ausreichend Transparenz. Snowden sagte, dass dies eine erhebliche Verletzung der Privatsphäre und der verfassungsmäßigen Rechte der Bürger darstelle. Die Enthüllung von Edward Snowden führte zu einem internationalen Skandal und brachte ihn selber in die Öffentlichkeit. Er flüchtete aus den USA und suchte Asyl in verschiedenen... Hast du nicht auch Angst, dass sie dich hops nehmen? Nee. Erstens habe ich generell keine Angst. Weil Angst ist nicht real, meiner Meinung nach. Alles passiert vor... Everything happens for a reason. Und zweitens bin ich so ein kleiner Fisch, dass sie jetzt irgendwie... Möchte? Es hat bei mir schon gereicht, dass sie mir den Geldhahn abgedreht haben und meine Social-Media-Kanäle alle eingeschränkt haben und dass die Leute nicht mit mir arbeiten wollen. So. Aber ich bin auch echt am Überlegen. Beziehungsweise ich werde eventuell irgendwann nochmal den Versuch machen, eine größere Reichweite aufzubauen. Normal quasi, um dann noch mehr Menschen zu beeinflussen mit der Message. Und dann, umso größer die Reichweite wird, umso mehr ich zum Beispiel, sagen wir mal, ich würde jetzt wechseln und englischsprachige Videos machen, neu da an den Start kommen und erstmal nicht wirklich gegen das System schießen, sondern mir erstmal eine Reichweite aufbauen, so mit irgendeiner Sache. Und hätte dann eine internationale große Reichweite und fang dann an, wieder zu der Kernmessage zurückzukommen, so. Dann wird's halt gefährlicher. Aber so, nee. Nein. Schließlich landete er in Russland, wo er bis heute lebt. Die US-Regierung erhob Anklagen gegen ihn, darunter Spionagevorwürfe, und forderte seine Auslieferung. Doch McAfee behauptete, dass genau dieser Edward Snowden ein Produkt der Behörden war. Oft soll man Personen kreieren, die dann angeblich etwas preisgeben, um die Reaktion dieser Handlung der Öffentlichkeit fortzuführen. Man hat den Leuten gezeigt, was passiert, wenn man staatliche Geheimnisse preisgibt. Edward Snowden kann angeblich bis auf Russland in keinem Land der Welt mehr sicher sein. Und genau das wollte man der Bevölkerung vermitteln. Damit, wenn jemand wirklich auf den Gedanken kommt, etwas preiszugeben, er direkt weiß, was die Konsequenzen davon sind. Doch die schockierendste Behauptung, die er aufgestellt hat, crazy, die für seinen Tod verantwortlich sein soll, war in dem Interview, das wir vorhin angeschnitten haben. Er behauptete, dass er nach dieser unrechtmäßigen Hausdurchsuchung, die man bei ihm durchgeführt hat, verschiedenen belizischen Regierungsbeamten Computer mit vorinstallierter Virussoftware geschenkt hat. Eine Woche danach hatte er die ganzen Computer der belizischen Regierung unter Kontrolle. Er konnte alles sehen, was sie gemacht haben. Er wollte eigentlich nur sehen, ob die... Ah, das war bei einer belizischen Regierung. Krass, okay. Das macht doch mehr Sinn. Weil ich glaube, amerikanische wäre ein bisschen schwieriger gewesen, oder? Hausdurchsuchung gerechtfertigt war. Doch was er dann herausgefunden hat, war, dass zwei Regierungsbeamte, einer der größte Dealer Zentralamerikas war und der andere der größte Händler Zentralamerikas war. Krass. Und irgendwie sollen die amerikanischen Behörden mit involviert gewesen sein. Da guckst du mal hin jetzt. Und so ist das, Digga. Die amerikanische Regierung, man, beziehungsweise Regierungen generell, die sind schlimmer als teilweise Drogenkartelle und so. Die machen sich natürlich ihre Hände nicht schmutzig, aber die arbeiten mit diesen Leuten zusammen. Menschenhandel, Drogenhandel, wie die Drogen von Mexiko nach Amerika kommen und diese ganze Scheiße. So, das ist einfach real, Bro. Und es geht ganz deep, weißt du? Und das ist krass. Das ist krass. Deswegen bin ich auch lieber irgendwo, wo ich die Korruption direkt sehe, wie zum Beispiel hier in Mexiko, so, da wird kein Geheimnis draus gemacht, so, als in diesen Fake-Demokratien, in diesen Fake, wir sind die Guten wie Amerika, Europa und diese ganzen Staaten, die dann hintenrum ihren Korruptionsscheiß machen, den wir nicht richtig mitbekommen, aber auch ganz tief in der Unterwelt drin sind und diese ganzen Sachen, so, das ist crazy, it's crazy. So I donated to many secretaries within the government. Laptop computers, really nice ones that were preloaded with viral spy. Okay, den Clip hat er jetzt schon viermal eingeblendet, ne? Within a week, the entire government computer system was in under my control. I was watching, monitoring, listening. I was looking for information that they had set me up for that raid. I didn't find that. I did find out that the Minister of National Defense was the largest drug trafficker in all of Central America. The Minister of Immigration, the largest human trafficker. We don't want to get killed by them either, so we're probably not going to care about that. Nur ein paar Monate vor seiner Verhaftung schrieb er Folgendes auf Twitter. Scheiße, der Bruder scheint richtig tief drin gewesen zu sein. Ich habe Akten über Korruption in Regierung gesammelt. Zum ersten Mal nenne ich Namen und Einzelheiten. Ich fange heute an. Wenn ich verhaftet werde oder verschwinde, werden mehr als 31 Terabyte belastender Daten an die Presse weitergegeben.
Als er 2020 verhaftet wurde, sagte er in einem Video aus dem Knast, dass die amerikanischen Behörden ein Exempel an ihm statuieren wollen und er wahrscheinlich den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen wird. Auch hat er diesen Digga, einfach so dem seine Software damals benutzt und so bla 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 und nie gecheckt, was es eigentlich für ein Dude war. Twitter gemacht. Geil, Digga. Flex, danke für die Information. Das finde ich halt geil, weil Flex-Doku nimmt doch Sachen aus dem internationalen Bereich, übersetzt die Läden auf Deutsch und gibt uns die Information weiter, Digga. Feier ich. Zufrieden, ich habe Freunde. Das Essen ist gut, alles ist gut. Wisse, dass es nicht meine Schuld ist, wenn ich mich aller Epsteiner hänge. Circa 2 Wochen bevor... Sogar Epstein erwähnt, Bro. ...gestorben ist, soll er diesen Post hier gemacht haben. Dieser Post ist der einzige, von dem behauptet wird, dass er gefaked ist. Alle anderen Posts kann man auf seinem Profil finden, bis auf diesen hier. Und zwar schrieb er... Sollte mir jemals etwas passieren, wisst bitte, dass ich die 31 Terabyte an Daten, die ich habe, auf Festplatten in meiner Wohnung, nähe 88. Straße, Collins Avenue, nördlich von Miami Beach befindet. Schwierig. 2 Wochen nach... Collins Avenue, Digga, da habe ich gewohnt, Bro, wo ich in Miami war. Krass, Alter. 88. in Collins. Okay, ich war ein bisschen weiter vorne, aber crazy. ...nähe 88. Straße, Collins Avenue, nördlich von Miami Beach befindet. 2 Wochen nach diesem Post ist ein Gebäude in der Nähe der Adresse, die McAfee genannt hat, unter mysteriösen Umständen eingestürzt. Es Bruv, was ist hier los? ...sein Gebäude gewesen sein. Aber wie gesagt, wird von einigen Leuten im Internet behauptet, dass dieser Tweet gefaked ist. Wenn er zum Beispiel die Daten gehabt hat, warum sollte er einen Post machen, in dem er preisgibt, wo diese Daten zu finden sind? Ja, macht keinen Sinn. In einem anderen Post, der nicht gefaked ist, schrieb er, dass er die Daten an verschiedene Personen weltweit verteilt hat. Sollte ihm etwas zustoßen, sollten... Sind dann irgendwelche Daten schon rausgekommen? Weiß einer von euch? ...diese Daten eigentlich veröffentlicht werden. Doch bis heute wurde nichts veröffentlicht. Trotz mehreren Posts, in denen er gesagt hat, dass er niemals Selbstmord begehen würde, wurde er nach seiner Verhaftung in seiner Zelle aufgefunden. John McAfee found dead today in a prison cell in Spain. The founder of the antivirus software that bears his name had just been ordered extradited to the United States on tax evasion charges. He faced up to 30 years in prison if convicted. He was 75 and a... 30 years in prison for taxes, bro? That's worse than in Germany, no? Wild ride of a life it was. Was denkt ihr über dieses Thema? Haltet ihr es für möglich, dass er aus dem Weg geräumt wurde? Oder war er es selber? Weil er eingesehen hat, dass er den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen wird. Schreibt es unten in die Kommentare. Bro. Crazy Video. Das war neu für mich. Das war neu für mich. Neue Informationen hier. Ich hatte keine Ahnung. McAfee Tinman, Alter. Rest in Peace auf jeden Fall an der Stelle. Scheint ein sehr dubioses Thema zu sein. Falls jemand von euch noch weitere Informationen hat, weitere Videos hat zu ihm, dann gerne unten in den Discord reinfetzen. Ich liebe euch. Eure Gedanken dazu wie immer unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out. Krasse Scheiße.